Bonjour, madame, monsieur, welcome back to Professor Layton und der Hof des Phantoms. Was wir hier machen ist, ich suche die Münze. Wir sind immer noch unterwegs zu Triton und wollen mit ihm sprechen. Irgendwie finde ich... Nee, jetzt haben wir mit ihr geschrieben. Darf ich fragen, wo ihr das Orakel besuchen wollt, das in dieser Stadt lebt? Wir haben es tatsächlich schon von diesem Orakel gehört. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen? Ach, von solchen Sachen weiß ich überhaupt nicht. Ich bin ja nur das Dienstmädchen. Doland, unser Butler, soll sich besser damit auskennen. Ich verstehe. Ich werde ihn bei nächster Gelegenheit fragen. Werte Damen, der Herr, Herr Triton möchte nun mit dem Empfangszimmer sprechen. Es liegt gleich hinter der Tür zu Ihren Linken. Darf ich Sie bitten, dort zu warten? Aber natürlich dürfen Sie. Danke, mein Bester. Ich brauche aber immer noch 2 Münzen. Ja, da rein wär's. Ich möchte aber nicht. Oh, seht ihr? Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Ach, ganz einfach durch die Tür dort. Eigentlich ist es auch mehr ein Salon als ein Empfangszimmer. Ja. Danke. Ja, 3 haben wir. Gut, wir gehen. Tschüss. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Herschel, wie lange ist es nun schon her? Viel zu lange, mein Freund. Und wer ist die junge Dame hier? Oh, wie unhöflich von mir. Darf ich vorstellen? Das ist... Emmy Altava, Assistentin des Professors. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Herr Triton. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Eine Assistentin, Herschel? Es hat sich wohl für uns beide einiges zum Guten gewendet. In der Tat, Clark. Dabei stehen Emmys Fähigkeiten den meinen in nichts nach. Damals in London wollten wir beide berühmte Archäologen werden. Ach, ist das lange her. Und heute bin ich Bürgermeister dieser kleinen, unbedeutenden Stadt. Wer hätte das gedacht? Ich zumindest bin überaus beeindruckt, Clark. Nur kein Lob, Herschel. Das Leben ist nun mal voller Überraschungen. Doch bei aller Freude über unser Wiedersehen... Welchem Umstand ist dein Besuch zu verdanken? Aber du hast doch selbst nach mir verlangt. Ich bin der Bitte in deinem Brief gefolgt. Meinem Brief? Bitte verzeih mir, Herschel, aber wovon sprichst du? Von dem Schreiben, in dem du... Hier, sieh mal. Dieser Brief stammt doch von dir, oder? Nein, Herschel, den habe ich noch nie gesehen. Aber wer würde denn einen Brief in meinem Namen verfassen? Gute Frage. Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Probleme oder Auseinandersetzungen mit anderen? Selbstverständlich, bei meinem Amt. Aber nichts Ernstes. Anscheinend wollte dich jemand hierher locken. Das vermute ich ebenfalls. Und die geheime Botschaft? Was hat es denn damit auf sich? Eine durchaus angebrachte Frage, Emmy. Sie müssen wissen, Herr Triton, dass in dem Brief ein versteckter Hilferuf zu finden war. Clark, glaubst du vielleicht, dass dies alles nur ein eigentümlicher Scherz sein könnte? Nein, das ist es leider nicht. Miss Tellery ist in großer Gefahr. Die Stadt wird in der Tat von einer schattenhaften Erscheinung heimgesucht, wie es im Brief steht. Der Riese erscheint bei Nacht, wenn der Nebel am dichtesten ist. Klingt wie ein Schauermärchen, ich weiß. Wie kann so etwas denn möglich sein? Ich muss gestehen, dass ich dieses Geschöpf nie mit eigenen Augen gesehen habe. Die Spur der Zerstörung, die es hinterlässt, ist allerdings Beweis genug für seine Existenz. Die Bürger haben Angst. Sie glauben, dies sei die Rückkehr des Phantoms. Des Phantoms? In Miss Tellery gibt es eine Legende, die von einem Geist aus uralten Zeiten erzählt. Einem Phantom.
Dieses Phantom, so heißt es, bewahrte die Stadt vor Gefahren, wenn die Bürger in Not waren. Doch diesmal ist alles anders. Dieses Wesen ist kein Beschützer, es ist ein Zerstörer. Ich tue alles, was ich kann, doch diesem vorzeitlichen Wesen ist Miss Tellery nicht gewachsen. Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, Miss Tellery zu schützen, aber Herschel, ich... Herr Triton? Was wollen Sie, Doland? Mit Ihrer Erlaubnis und der des verehrten Herrn Professors würde ich gern einen Vorschlag machen. Sie erwähnten, dass Professor Layton zuweilen Scotland Yard bei schwierigen Fällen aushelfe. Wäre es nicht klug, des Professors Unterstützung für die Lösung unseres Dilemmas zu ersuchen? Ja, Doland, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Herschel, willst du uns nicht helfen? Bitte, tu es für mich, deinen alten Freund. Aber selbstverständlich, Clark. Einen Freund in Not würde ich nie im Stich lassen. Ich tue, was ich kann. Vielen Dank, Herschel. Ich werde auf ewig in deiner Schuld stehen. Die Sache wird langsam spannend, nicht wahr, Professor? In der Tat. Clark, wie geht es eigentlich Brenda und deinem Sohn, Luke? Meine Frau ist gerade nicht in der Stadt. Familienangelegenheiten. Luke ist wie immer in seinem Zimmer. Ich würde ihm gerne Hallo sagen. Immerhin sah ich ihn zuletzt, als er noch in den Windeln lag. Aber gewiss doch, er wird sich sicher freuen. Eine Sache noch. In letzter Zeit schottet er sich ab. Oft will er nicht einmal sein Zimmer verlassen. Wenn ich ihn frage, was er hat, nun, dann ignoriert er mich. Vielleicht tut ihm ja ein Gespräch mit dir ganz gut. Ich wüsste es sehr zu schätzen, Herschel. Sehr gern, Clark. Wir versuchen, ein paar Worte mit ihm zu wechseln und machen uns dann auf den Weg. Natürlich möchte ich meinen Fortschritt speichern. Luke ist doch der kleine Junge auf Essen. Luke ist doch der kleine Junge, den man eigentlich in den anderen Teilen dabei hat. Ja, genau, der mit der blauen Mütze. Aha. Interessant. Haben wir, ist das doch der erste Teil? So. Irgendwo hier muss doch die Münze sein. Ja. Oh, der Fotograf, ja, der war super. Wenn es euch stört wegen der Maus, dann kann ich sie auch einfach wegblenden lassen. In diesem tadellos polierten Spiegel sehe ich gerade eine wundervolle gekleidete Frau. Spiegel schmeicheln nicht immer. Manchmal machen sie auch Probleme, so wie in diesem Rätsel hier. Rätsel Nummer 8. In dieser großen, staubigen Halle kann man sich leicht verlaufen. Aber was ist das? Aus irgendeinem Grund sind hier 14 Spiegel angebracht und neben einem kleinen Pfeil auf dem Boden ist zu lesen, folge dem größeren Pfeil, um zum Ausgang zu gelangen. Daneben liegt ein Laserpointer. Wo ist der Ausgang? Okay. So. Wo ist der Ausgang? Wenn ich mit dem Laserpointer hier drauf gehe... Ausgang. Der müsste ja so kommen. Von da aus so kommen. Nehmen wir an, es ist C. Wollen wir das? Mach's nochmal. So. Also. Zack. 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 Zack.
Auch wenn er hier abprallt, ist es B. Ja, ich sage, es ist B. Komm, wir sagen B. Das ist doch ein Klacks. Bam! Geschafft! Bam. Ganz wie ich dachte. Bam, 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 bam. Aha, Vogel im großen Pfeil. Bei mir ging er ja natürlich rein. Ich hatte so Glück. Schaut euch das an. Und bei mir macht nix ist. Aber unser Laserpointer ging zu B. Wenn der Laserpointer in der Richtung des kleinen Pfeils gehalten wird, wird der Strahl von den Spielen abgelenkt, bis ein Pfeil erscheint, der auf B zeigt. Sehr richtig, ich bin beeindruckt, Amy. Vielen Dank. Also habe ich Sie mittlerweile von meiner Kompetenz überzeugt. Absolut, ich habe diese zwar nie angezweifelt, aber sie überraschen mich immer wieder aufs Neue. So, Münze hier und hier bei der Gardinen, beim Fenster. Hier nix, nix, bei dir nix, da nix, hier nix, da nix. Beim Tisch, oh. Nee. Lukes Zimmer ist im ersten Stock. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Ach hier, schön. So, wir gehen raus. Da haben wir auch schon alles. Also ich nehme nicht an, dass hier wieder neue versteckt sind. Weil hier haben wir ja schon alles. Oder nee. Nee, 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 es sind keine mehr versteckt. So, rauf mit uns. Hier sind neue. Oh, eine Münze gefunden. Ach nee, ich wollte doch die Münze. Ob er vielleicht schläft? Möglich. Luke, ich bin Herschel Layton, ein Freund deines Vaters. Dürfte ich vielleicht kurz mit dir reden? Na gut. Aber nur, wenn Sie zuerst mein Türrätsel lösen. Ja, kein Thema. Dein Türrätsel? Ich verstehe. Offensichtlich will uns Luke mit einer kleinen Kopfnuss auf die Probe stellen. Wie putzig! Los, Professor, versuchen wir es mal. Okay. Nun denn, ran ans Werk. Wenn Sie wirklich Professor Layton sind... Okay. Wenn Sie wirklich Professor Layton sind, sollten dieses Rätsel kein Problem für Sie darstellen. Sie haben 15 Sekunden. In dieser Zeit müssen Sie vor meiner Tür etwas Bestimmtes tun. Aber Moment mal, wie sollen wir denn wissen, was das sein soll? Sie können sich vor meiner Tür umsehen, so viel Sie wollen. Sollen wir dir Bescheid sagen, wenn wir wissen, was zu tun ist? Ja, aber nicht, ich sage es Ihnen schon jetzt, nichts, was Sie tun, wird Ihnen Zutritt verschaffen. Untersuche den Vorraum mit dem Touchpad. Sobald du weißt, was du zu tun ist, berühre Rufen. Viel Glück. Er lässt sich nur den Eintritt, wenn du etwas Bestimmtes tust. Suche im Vorzimmer nach Hinweisen. Auf der Karte steht alles Gute zum 7. Geburtstag. Das war sicher ein Geschenk für Luke. Oh, dieses Bärchen ist ja knuffig und so weich. Man sieht, dass ihn jemand wirklich lieb hat. Finger weg von meinem Teddy! Och, der scheint unseren Luke ja sehr am Herzen zu lieben. Such mir lieber woanders weiter, Amy. Ich habe ja nur geschaut. Entschuldige, Luke. Unter dem Teppich?
Luke, darf ich dich was fragen? Tun Sie doch gerade, was ist denn? Wir sollen etwas Bestimmtes vor deinem Tier machen, richtig? Aber woher weißt du, was wir tun? Wie kannst du uns denn durch die verschlossene Tür sehen? Brauche ich gar nicht, selbst von hier aus merke ich, was sie tun oder nicht tun. Echt? Wie das denn? Das verrate ich ihnen nicht. Da müssen sie schon selbst drauf kommen. Er merkt es auch, wenn er uns nicht sehen kann. Was da wohl sein mag. Sieht nach Handarbeit aus. Die Ziffer 2 ist darin eingraviert. Oh, und da steht auch was auf der Rückseite. Meines Rückens muss mit dem Rücken rücklings zur Türe blicken. Professor McGinn hat sich gerade verabschiedet. Es ist nicht schwierig, wenn man ein wenig überlegt, untersuchen Sie auch alles auf dem Boden. Aber eigentlich ist es egal, nichts wird Ihnen helfen, diese Tür zu durchschreiten. Also nochmal. Meines Rückens muss mit dem Rücken rücklings zur Tür blicken. Versinken Sie nicht zu sehr in Grübeleine, wenn die Plakette mit dem Rückens zur Tür zeigt, ist die Vorderseite vorne. Folglich sollen wir sie genau so lassen, wie sie ist. Das hätte man ja auch ein klein wenig klar austricken müssen. Immer man muss dann ja nichts machen. Gut. Doland hat Luke wohl sein Essen an die Zimmertür gebracht. Hey, Luke, komm raus, sonst wird dein Essen kalt. Oder wenn ich es mir recht überlege, mein Magen knurrt schon ein bisschen. Ach ja? Wenn Sie wirklich so viel Hunger haben, dann guten Appetit. Gar nicht mal so dumm, der Kleine. Ist das Mystery auf diesem Bild? Das scheint allerdings zu sein. In all dem dichten Nebel wirkt die Stadt geradezu verzaubert. Moment, Professor. Glauben Sie, dass in diesem Bild ein Hinweis für uns versteckt ist? Lassen Sie mich mal sehen. Oh, nein, ich kann nichts entdecken. Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt alles angesehen. Ja, das haben wir uns schon angesehen. Okay. Der einzige Hinweis mit dem Rücken, des Rückens zum Rücken, bla bla, rücklings in die Tür sehen. Das heißt eigentlich mit dem Bauch, sozusagen. Also man muss eigentlich gar nichts machen. Ich glaube, das ist das Rätsel. Wir rufen ihn und machen mal einfach gar nichts. Wir sind soweit, Luke. Wissen Sie, was Sie zu tun haben? Ich glaube schon. Professor, sind Sie sicher? Na gut, bleiben Sie dort stehen und tun Sie das, was ich gesagt habe. Aber denken Sie daran, egal was Sie tun, nichts wird mich dazu bringen, die Tür für Sie zu öffnen. Okay, wir machen mal einfach gar nichts. Wir lassen einfach alles so, wie es ist und warten mal ab, was der kleine Schlawi so für uns parat hält. Sehr wahrscheinlich stimmt es nicht, ich weiß es nicht. Gelöst? Oh, Junge, ich hab gelöscht, weißt diese. Kompliment. Das war genau richtig. Sie haben exakt das getan, was ich von Ihnen verlangt habe. Nichts wird mich dazu bringen, die Tür für Sie zu öffnen. Oder anders ausgedrückt, tun Sie gar nichts, damit ich Ihnen aufmache. Und nichts ist genau das, was wir getan haben. Ein amüsantes Rätsel, Luke. Ach so, er hätte auch hinter der Tür hören können, wenn wir etwas Bestimmtes getan hätten. Nun gut, Luke, bist du jetzt davon überzeugt, dass wir keine Schwindler sind? Mach's uns jetzt auf? Ja, wie abgemacht. Ich habe nicht so viel verschiedene Stimmen, es tut mir leid. Aber jetzt mal schauen, was Luke so für uns hat. Nee, Lütchen. Vielen Dank, Luke.
Dein Brief. Ich wollte ihn dir zurückgeben. Professor, der Brief stammt von Luke? Clark war nie ein großer Freund von Schreibmaschinen. Er schreibt seine Briefe stets von Hand. Und nur jemand, der ihm nahesteht, wüsste um unsere Freundschaft. Und dieser jemand war sicher, dass ich einen Freund in Not nie im Stich lassen würde. Sind Sie wirklich Professor Layton? Ist das wahr, Luke? Wie konntest du nur? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, nur zu. Ignorier mich ruhig weiter. Clark. Ach was. Er benimmt sich schon seit einem halben Jahr so. Seit das Phantom erschienen ist, zieht er sich zurück und ich... Die Welt geht bald unter. Das Ende der Welt? Was meinst du damit? Wenn dieser Teil noch animiert wäre, wäre es super gewesen, weil das wirklich eigentlich story-relevant ist. Das ist eigentlich ziemlich nice, aber ja. Luke, du kannst doch nicht so etwas Schlimmes sagen und dann einfach dicht machen. Er war nicht immer so. Aber in letzter Zeit will er einfach nicht mit niemandem mehr reden. Und wenn er spricht, dann wird man einfach nicht schlau daraus. Genau wie eben gerade. Diese sogenannte Prophezeiung sind einfach nur albern. Prophezeiungen? Es ist wohl sowieso alles meine Schuld. Clark, wovon redest du bitte? Ach, nichts. Ich muss mich jetzt um meine Arbeit kümmern. Wir sprechen später weiter. Luke, der Professor, ist ein guter Freund von mir. Sei so gut und leiste ihm Gesellschaft, ja? Nun, wir sehen uns später, Herschel. Alles Gute. Junger Herr, ich fürchte, Ihre Bettzeit naht. Bitte was? Wir haben uns doch gar nicht richtig unterhalten. Es ist ja noch nicht mal dunkel draußen. Ich bedauere es zutiefst, aber der junge Herr muss nun Ruhe kommen. Noch einen kleinen Moment bitte, Dolan. Ich würde Luke gerne noch eine einzige Frage stellen. Luke, das Phantom hat die Stadt nun schon mehrmals angegriffen, aber nie gab es Verletzte. Es ist fast so, als könne jemand vorhersehen, wann und wo das Phantom erscheint. Und dieses sogenannte Orakel hilft den Einwohnern, die betroffenen Viertel rechtzeitig zu verlassen. Luke, ich glaube, dass du das Orakel bist. Liege ich da richtig? Was? Lächerlich. Luke, ich möchte dich jetzt etwas sehr Wichtiges fragen. Also antworte bitte ehrlich. Wann wird das Phantom wieder erscheinen? Wagen Sie es nicht, dem jungen Herr solche absurde Dinge zu unterstellen. Bitte verlassen Sie... Heute Nacht. Das Phantom wird heute Nacht zuschlagen. Aber wie kannst du dir... Heute Nacht also. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen auch genau, wo es erscheinen wird. Das wäre sehr nett von dir, Luke. Junger Herr, lassen Sie doch die Albernheiten. Bitte sagen Sie Papa nichts, Dolan. Aber junger Herr, ich... Wissen die Leute schon Bescheid, Dolan? Haben sie alle vor dem nächsten Angriff gewarnt? Ja, ich habe alle darüber in Kenntnis gesetzt. Gleich überprüfe ich, ob alle in Sicherheit sind. Und wo genau wird das Ungetüm heute Nacht auftauchen, Luke? In der Great Alley Street. Wir sollten uns sputen, auch wenn wir das Phantom nicht aufhalten können. Ich will wissen, ob sich Luke vorher sagt, bewahrheitet. Seien Sie bitte vorsichtig. Bam! Kapitel 3. Und auch hier. Danke euch vielmal. Wir speichern wieder bei SMKTV. Ich danke euch vielmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit...